Hallo, lieben und herzlich willkommen zum weiteren Pickupal von mir. Heute geht es darum, wofür bist du bestimmt? Was auch immer diese Bestimmung ist, Schicksalsbestimmung, Lebensbestimmung, was auch immer durchkommt, du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Einmal haben wir hier den Hämatitquarz in kleinerer Form. Ich habe ihn in groß, aber auch in klein. Dann haben wir hier Selenit in Rohsteinform. Und Pile Nummer 3 haben wir Angel Aura, was im Grunde genommen, glaube ich, auch nur so ein Bergkristall ist, aber behandelt. Ja, deswegen changiert er so in bunten Farben. Aber ich liebe ihn. Ich liebe eigentlich alle. Aber ja, ich gebe euch Auswahlmeditation, Timestamps. Los geht's. Hallo, Pi Nummer 1 und Mimi hat Salbei entdeckt und will damit unbedingt schmusen. Ja, also ihr seid jetzt Pi Nummer 1 mit der wilden Mimi. Der ganz wilden Mimi. Bist du eine wilde Mimi? Eine wilde Mimi. Eine liebe und wilde Mimi. Genau. Okay. Ihr habt den Hämatitquarz gewählt. Mimi, möchtest du den Hämatitquarz? Bitte schön. Ja? Deiner? Nein? Okay. Ich muss mal ganz kurz wirken lassen. Sie ist gerade sehr verschmust, deswegen kann ich nicht Karten legen, weil wenn ich jetzt Karten lege, schmust sie alle 3 Sekunden mit meiner Hand und knickt am Ende noch die Karten. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ganz kurz. Für alle, die weiter scrollen wollen, scrollt weiter. Das Video wird dann schon beginnen. Alle anderen genießen ganz kurz unsere Mimi-Streicheleinheit hier. Mal gucken, wie lange die anhält. Ja. Bist du eine süße Maus? Du bist eine süße Maus. Ja, du bist eine sehr süße Maus. Eine verschmuste süße Maus. Darf ich jetzt wieder meine Hand haben? Nein? Ist das deine Hand? Okay. Okay. Das ist so eine süße Maus. Eigentlich musst du auch deine Position richtig finden, damit wir die Karten auslegen können. Wenn du hier so eingekräuselt bist, weiß ich nicht, wo ich die Karten hinlegen soll, süße Schnuffelmaus. Hm? Ist egal, ne? Ist egal, wir sind eine Katze, wir machen, was wir wollen. Ist egal. So, Mausi. Darf ich? Nein? Okay. Au. 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 Okay. Ich werde gegessen. Ich werde gegessen vom Mimi Monster. Mimi Monster frisst mich auf. Ah. 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 Okay,
Haben wir jetzt ein bisschen Platz? Darf ich jetzt Karten legen? Darf ich dich ein bisschen rüberschieben? Ja? Darf ich jetzt Karten legen? Hier kriegst du einen Stein. So. Ich lege jetzt Karten, okay? Okay. So, dann gucken wir mal, wofür du bestimmt bist, nachdem du jetzt die Kuscheleinheit von Mimi abgewartet hast. Okay, erste Karte. Na. Deine Sachen beisammen zu halten, das ist eine deiner Aufgaben. Entweder durftest du deine Sachen nie beisammen halten oder du hast es schon immer getan und das ist jetzt nur die Bestätigung dafür, aber du sollst deine Dinge beisammen halten. Normalerweise steht Federscheiben oft dafür, dass man... Ah, Fräulein! Dass man manchmal zu besitzergreifend ist oder Dinge zu sehr verteidigen will und manchmal nicht teilen kann oder Angst hat. Ich habe aber das Gefühl, in dem Fall ist es in Ordnung. Du darfst es, du sollst auf dein Gefühl hören, mit wem du teilst, was du teilst. Und es kann Besitz sein, es kann aber auch deine Emotionen, mit wem du deine Emotionen teilst, wem du deine Aufmerksamkeit gibst. Und du bist doch hergekommen, um hier zu feiern. Also das heißt, dein Leben sollte eigentlich ein Fest sein. Und wenn das momentan nicht so ist, kann das eben sein, dass das gerade karmische Dinge sind, die erledigt werden, Aufgaben, Herausforderungen. Aber grundsätzlich sollte dein Leben schon eine eine Feier sein. Ich mach's jetzt auf Deutsch. Eine Feier sein. Celebration. Aber Zelebration? Gibt's das auch? Ja, mein Kopf ist gerade verwirrt. Also du bist jemand, der ist ein Gefühlsmensch und du könntest, jedenfalls so, wie sich das hier gerade anfühlt, manchmal auch in Struggle kommen, also Schwierigkeiten haben mit dem Leben. Wann darfst du etwas für dich zurückhalten? Wann darfst du etwas für dich besitzen? Und wo solltest du teilen? Weil du, glaube ich, jemand bist, der auch unheimlich gerne teilt und der auch gerne gibt und der auch gerne einlädt und der auch gerne feiert und andere unterstützt. Und ich glaube, du bist schon so ein Mensch, der für andere da ist. Und vielleicht ist es manchmal für manche Leute sogar komisch, wenn du dann besitzergreifend bist oder Dinge für dich behalten möchtest, weil die Leute so sind, hey, du teilst doch immer, warum teilst du nicht das? Naja, weil man als Mensch nicht alles teilen muss und weil man auch Dinge für sich behalten darf und weil es auch Grenzen geben kann. Also nur weil man gerne gibt, heißt es ja nicht, dass man alles geben muss. Also das ist auch ganz wichtig, dass du da nicht zu verausgabend bist mit all den Dingen, die du hast. Ja, du bist jemand, der hat auf jeden Fall sehr viel Hoffnung, was die Zukunft angeht. Bei dir müssen Dinge auch relativ schnell kommen. Also Dinge, die ewig lange auf sich warten, das nervt dich manchmal ein bisschen. Du bist schon jemand, der möchte eine bessere Zukunft, eine bessere Welt und der möchte auch Hoffnung verbreiten. Und manchmal könnte es sein, dass das Leben dich, sag mal, nicht so unterstützt in dem Vorhaben, was du manchmal hast. Es unterstützt dich zwar, aber du kannst es manchmal nicht so beweisen, das ist es. Also angenommen, du bist jetzt jemand, der möchte... Keine Ahnung, du möchtest jemandem zeigen, hey, es wäre doch gut, sich so oder so zu ernähren oder die und die Dinge im Leben zu tun und das wäre doch supi. Und dann hast du aber keinen Beweis so richtig, wieso, weshalb, warum. Du weißt es einfach nur, du weißt es intuitiv oder es sind deine Erfahrungen, aber du kannst es nicht anhand von großen Mengen und Massen und Beispielen zeigen, sondern du stehst manchmal ein bisschen alleine damit und das kann natürlich dann auch zu einer gewissen Frustration führen. Aber ich glaube, du bist einfach so ein Mensch, der... eine positive Zukunft sieht. Aber der muss eben auch ein bisschen aufpassen. Hier haben wir, glaube ich, 5. Schwerter. 7. Schwerter. Du musst aufpassen, dass... Oder vielleicht hast du auch schon gelernt, dass Menschen dir nicht immer gut tun und dir auch in den Rücken fallen und deine Gutmütigkeit auch ausnutzen. Deswegen haben wir ja auch die Federscheiben. Also du bist schon jemand, der muss ein bisschen aufpassen. Oder der muss immer wieder aufpassen, unfreiwillig. Also es ist nicht so, dass du das mit Absicht irgendwie machst und dir immer die falschen Menschen wählst, sondern ich glaube, auch die falschen Menschen suchen dich. Und dass du ja immer wieder in die Lage kommst, so einen Wandel zu haben zwischen, du möchtest feiern, du möchtest zelebrieren, du möchtest Leben genießen und dann musst du doch wieder auf dich aufpassen. Also zum Beispiel, du bist auf einer Feier, du genießt, jetzt als Beispiel, und dann gibt's jemand, der tratscht dann wieder über dich oder redet schlecht über dich und du darfst dich dann davon nicht beeindrucken lassen oder einschränken lassen, aber dir begegnet immer wieder sowas. Also das heißt, du hast vielleicht im Leben in irgendeiner Form gerade was für dich richtig gemacht und irgendeiner gönnt dir mal wieder nicht oder will dir was wegnehmen. Und da musst du für dich lernen, dir das nicht anzunehmen, beziehungsweise diese Menschen dann eben auszugrenzen oder nicht mehr zu integrieren oder nicht mehr so wichtig zu nehmen. Weil sehr oft wollen diese Menschen ja auch
wichtig genommen werden. Das könnte ein Thema sein, entweder wurdest du im Leben schon verleugnet, also Menschen haben dich nicht anerkannt, das können Eltern sein, die dich nicht anerkennen, das kann auch jemand, den du vielleicht kennengelernt hast, ein Partner oder vielleicht, ja, du hast jemanden gedatet und der verleugnet dich und verleugnet, dass ihr euch kennt oder dass ihr irgendwie mal was miteinander hattet oder, also dass das Thema Verleugnung immer wieder sein könnte, dass jemand sieht, dass du anders bist als andere und dann nicht weiß, ob er sich in der Öffentlichkeit dazu bekennen kann, dich zu kennen oder dich vielleicht sogar zu mögen oder mit dir zu interagieren, weil sehr oft ist es so, Leute wollen Leuten gefallen, gerade die Menschen, die sehr viel Angst im Leben haben, wollen anderen Menschen immer oft gefallen und du bist halt jemand, der will nicht gefallen, der hat seine eigene Welt und da ist aber nicht jeder für gewachsen, also nicht jeder kann damit umgehen, so selbstbewusst zu sein. Also es ist ein starkes Selbstbewusstsein, was du hast und nicht jeder ist gewachsen, in diese Welt einzutauchen. Deswegen kann es sein, dass du dann manchmal eben diesem Thema Verleugnung begegnest. Ja, das haben wir auch. Also heftige Themen. Verleugnung und Sabotage, also das bedeutet, entweder begegnest du Menschen, die das immer wieder tun. Es kann auch sein, du bist diesen Menschen begegnet, hast es übernommen und jetzt bist du derjenige, der sich verleugnet und sabotiert, dass du sozusagen dich kleiner hältst, als du bist, der sich nichts gönnt, der sich nichts gibt, der nicht für sich da ist. Aber das ist eigentlich dein innerer Kern und es könnte eben sein, gerade Rebellen haben oft mit Sabotage und Verleugnung zu tun. Also das heißt, du bist jemand zum Beispiel, der will was aufzeigen, was nicht gut in der Welt läuft und dann gibt es Leute, die verleugnen das und sagen, ach komm, gibt doch genügend Probleme, alle haben irgendwas, lass doch mal gut sein, mach doch jetzt keinen Stress und dann sabotieren Menschen dich vielleicht oder sabotieren das, was du, wofür du stehst oder vielleicht merkst du auch, oh, du fühlst dich alleine mit den Themen, die du besprichst und dann fängst du an, dich vielleicht selbst zu sabotieren, weil du denkst, sollte ich alleine sein, sollte ich nicht vielleicht weniger machen, vielleicht kann ich dann wieder dazugehören. Also man kann manchmal seine Träume und Wünsche sabotieren oder wofür man steht, wenn man merkt, dass die Welt einem zum Beispiel in den Rücken fällt. Ja, das ist das, was dich ausmacht, der Glaube an dich selbst, der Glaube an eine bessere Welt, der Glaube ans Universum, der Glaube an deinen Seelenplan. Ich glaube, du hast auch ein Glaube an die Menschen oder an bestimmte Menschen oder wenn du an jemanden glaubst, hast du einen sehr starken Glauben. Also wenn jemand mal die Hoffnung verliert, bist du jemand, zu dem man kommen kann, um seinen Glauben wieder in sich selbst zu finden. Und das ist eine starke Energie. Und wenn es nicht so sein sollte und du eigentlich eher mal den Glauben verlierst, dann ist es das, wofür du angehalten wirst. Also dass du in diesem Leben immer mehr Glaube entwickelst an in deine Stärken, in deine Kraft, die du hast. Das ist eins deiner Themen, die dir immer wieder begegnet. Vertrauen, deswegen sage ich ja Menschen, die dir irgendwie in den Rücken fallen. Oder wem kannst du vertrauen, wem kannst du wirklich was geben, wem kannst du deine Gefühle anvertrauen, wem kannst du dein Herz anvertrauen. Also das ist etwas, was dir immer wieder begegnet, das Thema Vertrauen. Es kann eben sein, dein Vertrauen wurde oft gebrochen oder auch du hast Vertrauen in die Menschheit verloren, ins Leben verloren und deswegen ist auch dein Glaube geschwächt. Das sind die Dinge, die dir helfen können. Also unabhängig davon, ob du das jetzt wirklich machen möchtest, Karten legen oder auch Kaffeesatz lesen. Das grundsätzlich würde ich aber sagen, falls du jetzt sagst, oh nee, mit Karten oder mit Kaffeesatz habe ich gar nichts zu tun. Du bist aber trotzdem medial begabt. Das wollen mir die beiden Karten sagen, dass du jemand bist, der in Zeichen lesen kann. Also das heißt, wenn du in irgendeiner Form merkst, da gibt es irgendwie ein Anzeichen, da gibt es irgendwas, was du für dich interpretieren würdest als, da feindet dich jemand an oder da ist was nicht koscher oder da ist jemand nicht ehrlich oder da ist vielleicht jemand gerade am Betrügen oder Lügen, dann ist das etwas, wo du richtig liegst, weil du gut deuten kannst, du kannst Dinge gut wahrnehmen, du kannst Dinge gut interpretieren und du fühlst richtig. Und ich glaube, wenn man Vertrauen in sich und den Glauben in sich verloren hat, ist es sehr schwer, Zeichen zu lesen. Es ist auch schwer, Karten zu legen, weil du dann meistens gar nicht die Karten lesen kannst, weil du vertraust dir nicht. Und wenn du dir nicht vertraust, kannst du den Deutungen, die du siehst und fühlst, nicht vertrauen und dann kannst du auch keine Botschaft empfangen. Und ich glaube, dass das auch so dieser Hinweis hier ist. Je mehr Vertrauen und Glaube du in dich hast, umso mehr bist du auch fähig, die Zeichen und die Zukunft zu lesen und auch dann sozusagen für dich ein bisschen dich vorbereitet zu fühlen, sodass du nicht so eine Angst vorm Leben haben musst und dann auch mehr zu zelebrieren und zu feiern und zu genießen. Ja, und mehr das Gute im Leben für dich auch zu sehen. Und vielleicht auch dir ein oder zwei Dinge mehr möglich zu machen, weil ich glaube, du bist schon jemand, der im Leben mehr für sich erreichen könnte,
wenn du mehr rebellieren würdest. Aber das ist etwas, da muss man auch Vertrauen und Glauben haben, dass die Rebellion, die man anstrebt, richtig ist. Und dass man sich da nicht wieder irgendwie für schämt oder denkt, ah, vielleicht bin ich ja zu doll. Sehr oft gibt es ja Menschen, die dann immer sagen, oh, du bist viel zu doll und du bist viel zu anstrengend. Und ja, wir gucken mal. Ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen, von den kleinen Karten was zu ziehen. Ja, lass dir dein Licht nicht nehmen. Das ist auch das, wofür du definitiv bestimmt bist. Dir dein Licht nicht nehmen zu lassen, finde ich auch interessant, weil wir hier die Sonne haben und diese Strahlkraft. Auch hier haben wir so ein bisschen diese Strahlkraft. Also du bist jemand, der darf sich das Licht von anderen nicht nehmen lassen, ja. Und du bist anfällig für Sabotage. Also das heißt, jemand, der versucht, dich zu lenken, zu manipulieren, dich in eine Richtung zu bringen, deine Träume oder Ideen oder auch deine Veränderung, ja, klein halten zu wollen. Also falls du jetzt sagst, oh nee, ich wehre mich jetzt oder ich setze mich durch, ist jemand, aber musst du das machen? Und ach, ist das jetzt nötig? Und denkst du nicht, kann man das nicht harmonischer klären oder muss das jetzt auf die Art und Weise sein? Und du weißt aber, das wäre der richtige Weg, der intuitive Weg. Manchmal ist Rebellion eben auch nicht immer leicht und nett und freundlich und friedlich, aber es bringt Frieden und Harmonie. Und lass dich da nicht einschränken von Menschen, die dir da vielleicht Dinge ausreden wollen. Ja. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt das, was ich für euch hereinbekommen habe. Falls ihr ein Reading buchen wollt, findet ihr das verlinkt in der Infobox. Also meine Website könnt ihr ein Reading buchen, ihr könnt Karten kaufen, ihr könnt einen Kurs buchen und ihr könnt mir eine Spende zukommen lassen, genauso über PayPal und YouTube und schaut gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder, macht's gut. Hallo, Paar Nummer 2, ihr habt den Selenit gewählt und falls ihr schauen wollt, in Paar Nummer 1 habe ich, es gibt nochmal eine kleine Kuscheleinheit mit Mimi, weil sie unbedingt kuscheln wollte. Und jetzt legen wir los mit deiner Bestimmung oder wofür du in diesem Leben auch bestimmt bist, was deine Themen sind. Okay, definitiv der Kampfgeist, Herausforderungen anzunehmen und sich diesen zu stellen. Nicht immer alleine, aber du kannst es auch alleine. Also dir wird es im Leben immer mal schwer gemacht. Du hast immer wieder Kontrahenten, du hast immer wieder Gegner, vielleicht sogar Feinde. Also Menschen, die dir definitiv nicht immer die ganze Zeit zustimmen und die vielleicht es schwerer machen, als es sein müsste. Du bist aber jemand, der im Einklang mit seinem inneren Tier ist, mit seinem Krafttier. Du bist jemand, der... Man könnte fast sagen, wenn du kämpfst, bist du wie ein Führer, dem man folgen kann, weil man weiß, was, also du weißt, was du tust. Es gibt so Leute, die kämpfen manchmal und die wissen überhaupt nicht, was sie tun. Die schlagen einfach nur um sich, einfach nur um ihre Wut rauszulassen, haben aber gar keinen Plan dahinter. Du bist anders. Du bist jemand, der ist im Einklang mit sich selbst, der hat Dinge in sich verstanden, analysiert, vielleicht reflektiert. Vielleicht nicht immer zu 100% alles, aber die Grundkern schon. Und deswegen bist du jemand, dem man auch vertrauen kann. Ja, und der Dinge in dieser Welt auch trägt. Ja, hier haben wir die Prinzessin der Scheiben. Also du bist jemand, der, wenn er seinen Weg geht und wenn er sich gefunden hat und wenn er auf sich aufpasst und zu sich steht, dann bist du fähig, Dinge in diesem Leben wirklich auch zu manifestieren, in die Realität zu bringen. Also du hast da ein Talent. Aber das ist etwas, das ist bei dir halt auch ein Prozess, ne? Das ist halt nichts, was einfach nur so kommt. Also du bist jetzt nicht auf die Welt gekommen und alles super duper klappt. Leider ist es bei dir so, oder leider, aber du weißt, was ich meine, dass du eben einen schwierigeren Weg hast, oft als viele andere. Und, okay, Mimi. Und ja, das ist natürlich dann manchmal ein bisschen belastend. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, läuft's. Eigentlich läuft's für dich. Ist interessant, dass wir hier die Prinzessin der Scheiben haben und hier haben wir wieder die Scheiben. Also du bist definitiv jemand, der muss sich eigentlich gar keinen Kopf machen. Dinge entwickeln sich für dich. Dinge tragen Früchte. Du, am Ende könnte man fast sagen, gehst du immer irgendwie als Sieger raus. Selbst wenn du in irgendwas verlieren würdest, würdest du doch letztendlich immer wieder als Sieger raus, kommen aus dem Ganzen, weil du auf irgendeine Art und Weise deinen Weg in dieser Situation gefunden hast, etwas über dich gelernt hast, etwas an Selbstbestimmung zurückgewonnen hast. Ja. Und auch emotional. Du bist jemand, der
Der wird, egal in welcher Situation du bist, egal wie schwierig die ist, wie anstrengend die ist, wie konfliktreich die ist, du wirst jetzt letztendlich immer irgendwie gewinnbringend daraus kommen. Sei es materiell gewinnend, sei es emotional gewinnend, eine Stärke, eine Stabilität, eine gewisse Form von Sicherheit. Und wenn du dir klar bist auf einmal über etwas oder du nicht mehr Angst haben musst vor etwas, also du bist jemand, der wird immer aus allem irgendwo was für sich mitnehmen und sich nicht nur durch die Situation unterkriegen lassen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du nicht auch durch Dinge beeinflusst werden kannst, Schaden nehmen kannst und dass Dinge dir wehtun können. Aber ich glaube, dass du jemand bist, der aus allem Mist irgendwie immer wieder was Gutes rauszieht und immer wieder was Gutes transformiert. Ja, das ist, glaube ich, etwas, das ist. Begegnet dir wahrscheinlich immer wieder, dass Menschen Dinge verharmlosen, dass angenommen du sagst, boah, ich habe schon wieder Leute, die sind gegen mich oder es ist schon wieder irgendwas kompliziert, dass irgendjemand kommt und sagt, ach komm, jetzt hab doch nicht so, nicht schon wieder und da und dass sie es immer runterbrechen wollen. Oder du hast durch solche Leute gelernt, Dinge zu verharmlosen und deswegen nimmst du es überhaupt nicht mehr ernst, wenn dir was begegnet. Also, dass du anfängst, Dinge zu verharmlosen, dass du Probleme nicht mehr als Probleme sehen möchtest, sondern weil du es so oft gehört hast oder weil du keinen Stress machen sollst oder weil Leute dich vielleicht downshutten und sagen, sei doch mal ruhig und so, weil das ist es. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sehr viele Probleme eigentlich akut vorhanden sind, regelmäßig, immer wieder. Und natürlich nervt es, wenn ein Problem sich nicht löst oder jemand immer und immer und immer wieder irgendwie Menschen begegnet, die Schwierigkeiten machen, weil man denkt, boah, jetzt krieg's doch mal hin, so ungefähr, jetzt kann doch nicht sein. Das Ding ist aber nicht, dass demjenigen immer wieder Menschen begegnen, die schwierig sind, sondern das Problem ist meistens, dass wenn man nicht gelernt hat, mit diesen Menschen umzugehen oder wie man emotional damit umgeht, dass diesen Menschen halt immer wieder mitnimmt und zerfrisst. Und ich glaube, du bist jemand, wenn du Dinge verharmlost und nicht siehst, dass da vielleicht einige sind, die dir geschadet haben oder vielleicht auch aktiv schaden oder vielleicht noch schaden werden und du das nicht ernst nimmst, dann ist es etwas, was dich emotional, mental auffrisst oder vielleicht sogar finanziell auffrisst. Und deswegen, du musst Dinge auch ernst nehmen. Wenn du was fühlst, wenn du was mitkriegst, musst du dich um dich kümmern, du musst für dich sorgen und du darfst es nicht in die Hände anderer geben, weil sehr oft haben die nicht die Energie und Kraft dafür, sich darum zu kümmern. Und deswegen ist es auch deine Aufgabe, sich um dich zu kümmern, auch wenn das anstrengend ist. Aber manchmal macht es eben kein anderer, ja. Das ist es. Du sollst auch Verständnis für deine Lage haben. Verständnis dafür, dass du anders bist. Verständnis, dass du so viel eigenständiger bist. Die Menschen, die eigenständig sind, ob es jetzt wirklich beruflich ist oder im Leben, ich meine, du kannst selbst im Angestelltenverhältnis sein und eigenständiger sein als andere. Du bist sehr eigenständig und manchmal ist es eben, oder eigentlich ist es immer so, sobald du eigenständig bist, hast du mehr Verantwortung und du hast aber auch mehr Bewusstheit und dadurch auch oft fühlst du mehr und manchmal auch mehr Schmerz als andere, weil du kannst nicht einfach wegschieben und verdrängen. Und deswegen hab Verständnis für dich, wenn du mal müde bist, wenn du kaputt bist, wenn Energien zu schwer sind, wenn alles zu anstrengend ist, weil du fühlst einfach mehr. Du fühlst und nimmst Dinge mehr wahr als andere und dadurch bist du auch mehr belastet. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was dir immer wieder begegnet, dass du dich rechtfertigen musst. Vielleicht musst du dich rechtfertigen, dass du kämpfst. Vielleicht musst du dich rechtfertigen für das, was du fühlst. Vielleicht sind Menschen so wie auch sei nicht so eine Mimose. Krieg dich mal wieder ein. Kann ja nicht alles so schlimm sein. Also das Thema Rechtfertigen ist, glaube ich, etwas, was dir immer wieder begegnet. Manchmal ist es wichtig, sich zu rechtfertigen, gerade wenn es in der Situation ist, Dinge zu klären. Jemand will deinen Standpunkt haben und wenn du dann nichts sagst, kann es manchmal auch für dich nach hinten losgehen, wenn du den Mund nicht öffnest und dich nicht verteidigst. Aber kommt man immer und immer und immer wieder in eine Situation, wo man sich rechtfertigt, kann es eben auch sein, dass es aus einem Mangeldenken herauskommt. Also das heißt, man steht gar nicht zu sich selbst, man will unbedingt die Meinung anderer ändern und man hat Angst davor, dass andere das Leben negativ beeinflussen können. Also versucht man es immer wieder zu erklären und zu begründen, statt einfach zu sagen, so ist es jetzt, leb damit, wenn du damit nicht leben kannst, ist dein Problem. Aber ich ziehe das jetzt für mich durch oder ich sehe das jetzt so und das ist letztendlich dein Konflikt, den du vielleicht mit meinem Thema oder Verhalten oder was auch immer hast, ja. Und sobald du, also ich sag mal immer, solange man sich nicht in irgendeiner Form extrem toxisch verhält und anderen extrem schadet, ist eine Rechtfertigung eigentlich nicht nötig. Und selbst jemand, der sich toxisch verhält, müsste sich eigentlich nicht rechtfertigen, weil meistens kann er das auch gar nicht, weil er dann in dem Moment eigentlich sich nur rausredet, aber ja. Okay, das ist etwas, das ist dir wichtig in diesem Leben, Gewissheit. Aber ich habe auch das Gefühl, du bist jemand, der strebt nach Gewissheit und der kann aber auch Gewissheit geben. Wenn du sehr viel Trauma erlebt hast, kann es sein, dass die Gewissheit so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil
Menschen, die dir nie Gewissheit gegeben haben, haben den Kopf durcheinander gebracht, sodass du selbst manchmal nicht mal weißt, wann bist du dir sicher mit etwas und wann nicht. Also es ist etwas, was in diesem Leben für dich aber sehr eine große Rolle spielt, ne? Gewissheit in der Partnerschaft. Will derjenige mich? Braucht derjenige mich? Oder wie ist unsere finanzielle Lage? Oder wo geht das Ganze hin? Oder auch berufliche Gewissheit. Spielt da nur jemand mit mir? Plänkelt der da nur rum? Oder gibt es wirklich einen Plan? Also für dich sind Dinge, dass sie ausgesprochen werden, dass sie auch irgendwie überprüfbar sind, sehr wichtig. Und du willst eben auch Klarheit. Also du bist jemand, der braucht das, um sich zu entwickeln und im Leben voranzukommen. Ohne Gewissheit, ja, fühlst du dich eigentlich elendig. Das ist, was du mitbringst oder was du lernen sollst in diesem Leben, Geduld zu haben. Entweder, wie gesagt, bringst du schon eine enorme Geduld mit, weil das, was du so durchgemacht hast, braucht sehr viel Geduld. Aber es kann auch sein, dass es dich manchmal auch Nerven kostet, weil du Geduld haben musst. Ich finde immer, Geduld ist eigentlich warten auf den richtigen Zeitpunkt, wo die Energien richtig fließen und du auch bereit bist, Dinge zu tun. Wenn wir manchmal keine Geduld haben und vor der Zeit was machen, kann es sein, dass die Dinge nochmal gemacht werden müssen oder nicht so richtig energetisch verbunden waren mit einem oder nicht so richtig greifen. Also Geduld ist schon wichtig für dich. Nicht, dass du immer alles hinnehmen musst, aber Dinge müssen manchmal reifen. Interessant. Dich können begleiten oder unterstützend helfen Kristalle. Also du könntest mit Kristallen deine Energien besser aufladen. Und Samhain oder Halloween ist etwas, ist ein Fest für dich, was du definitiv für dich auch feiern könntest. Generell Rituale, Feste, wenn du das möchtest. Ich finde sehr vieles, weil manche haben ja so ein Problem mit Halloween. Eigentlich ist es ja was Irisches und es geht ja nur darum, die Geister zu vertreiben für das nächste Jahr. Und das beginnt dann eben das neue Jahr am 1. November. Und deswegen ist der 31.10. gar nicht so kommerziell, wie die Leute immer denken, sondern eigentlich ein sehr, sehr spirituelles Fest, weil es eben auch eine schleierlüftende Energie ist, dass die Toten und die Lebendigen sich näher kommen in dieser Zeit und du halt eben dich vor bösen Geistern schützen sollst, dass sie dann dich nicht im nächsten Leben oder nächsten Jahr aktiv begleiten. Deswegen haben die Leute überhaupt Kostüme angezogen, um die Geister zu verschrecken, sodass sie nicht bei ihnen bleiben. Vielleicht ist es ja auch ein Thema, dass du Geister verschrecken sollst. Also das heißt, du sollst dein wahres Ich zeigen, du sollst dich nicht verstellen. Du sollst, wenn jemand sich von dir vielleicht angegriffen fühlt, dann ist es halt so. Ja, dann fühlt er sich halt angegriffen. Oder dann ist er, findet das halt doof, weil ich finde, das Fest ist definitiv ein Fest, wo man sagt, weg mit der Negativität oder weg mit den Menschen, die mir Kraft ziehen wollen. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was du regelmäßig für dich auch immer mal wieder zelebrieren sollst, dass du dich energetisch auflädst und sagst, weg mit den Energien, weg mit den Menschen, die anzapfen wollen, weg mit dem, was mich irgendwie versucht im Leben zu hindern, weil ich habe das Gefühl, das begegnet dir halt immer und immer und immer wieder. Das ist wie einfach so eine Bestimmung, dass Menschen wollen oft das bekämpfen, was Gutes in der Welt tut oder was Veränderungen bringt, weil sie denken, wenn sie den einen bekämpfen, dann hört's auf, dann findet keine Veränderung statt, weil sie wollen oft so leben, wie es ist. Also sie wollen, dass es so bleibt. Und ja, sie haben halt für sich gelernt, verschreckt man jemanden, hält man jemanden klein, nimmt man ihm die Hoffnung, dann ist der Umbruch und die Rebellion ganz schnell gebrochen und du sollst gegenhalten und da kannst du dich in der Form unterstützen. Ja. Dann ziehen wir mal noch ein kleines Kärtchen aus meinem kleinen Drachen. Orakel. Da ist so viel Liebe in dir. Und das ist, glaube ich, auch etwas, egal was du durchgemacht hast, egal wie sehr du dich vielleicht schon kritisiert hast oder Angst vor etwas hattest, in dir ist Liebe. Lass dir nicht einreden, die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst oder was du bis jetzt getan hast, dass es in irgendeiner Form nicht Liebe ist, sondern da ist Liebe. Sehr oft ist auch der Kampf fürs Gute Liebe, selbst wenn es nach Kampf aussieht und sehr viele Menschen den Kampf verurteilen. Ja,
Das ist jetzt die Botschaft hier für dich in Pile Nummer 2. Falls du dich noch zum anderen Pile gezogen fühlst, schau den gerne an. Falls du ein Reading buchen willst, findest du verlinkt in der Infobox. Du kannst Reading buchen, du kannst Karten kaufen, du kannst einen Kurs buchen und du kannst mir eine Spende zukommen lassen, auch über PayPal und YouTube. Und schau gerne auch bei Bastelria vorbei. Bis dann! Hallo, Pile Nummer 3. Ihr habt den Angel Aura gewählt und Mimi liegt hier mit bei euch und wir gucken mal, was wir zu eurer Bestimmung hier reinkriegen. Okay, es geht um Klarheit. Interessant. Ihr sollt definitiv für das kämpfen, was ihr fühlt und was ihr wollt und wofür ihr steht. Auch das Unbewusste, ihr seid auch verbunden mit dem Unbewussten, mit dem Übernatürlichen. In euch ist sehr viel mehr, als man sehen kann. Ihr habt eigentlich auch einen starken Willen, den ihr auch durchsetzen sollt. Vielleicht auch manchmal eine kindliche, naive Energie, die andere nicht so richtig verstehen können. Ihr seid vielleicht manchmal jünger, als ihr eigentlich sein solltet. Und ihr habt eine jüngere Energie, eine lebendigere Energie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen manchmal auf die Nerven geht, weil ihr so eine Energie habt. Und viele Erwachsene haben ja manchmal dieses, jetzt sei mal erwachsen und benimm dich wie ein Erwachsener. Das sollt ihr gar nicht. Ich glaube, ihr sprecht auch, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Oder das sollte etwas sein, was so ist. Weil Kinder sagen ja sehr oft genau das, was sie denken, ohne irgendwie darüber nachzudenken, ob das jemandem wehtut. Nicht, dass man das im Leben aktiv jetzt machen soll, mit Absicht. Aber manchmal sagt man Dinge, die tun jemand anderem weh, aber das war nicht, was man beabsichtigt hat. Also man wollte nicht verletzen, man wollte vielleicht nur die Wahrheit sprechen. Also zum Beispiel, wenn das Kind sieht, hey, da ist ein Fleck auf deiner Nase, dann sagt das Kind das. Und manchmal sind dann Leute angegriffen, weil sie sagen, das musst du nicht so sagen oder das hättest du mir im Stillen sagen können oder was auch immer. Ich habe fast das Gefühl, du bist jemand, der vertraut sich selbst und der weiß, dass er anders ist und der weiß, dass er auch irgendwie für manche vielleicht sogar ein bisschen unheimlich ist und in dieser Welt auch nicht unbedingt immer Anklang findet und auch nicht immer irgendwo dazugehört und vielleicht sogar eine stärkere Verbundenheit mit Tieren hat, vielleicht auch das Thema Hund. Muss nicht nur Hund sein, aber es könnte das Thema Hund sein oder generell Tiere, dass sie dich anziehen, dass du da eine Freundschaft, eine Verbundenheit fühlst. Ja. Ach, interessant, das kann doch nicht sein. Ich habe zweimal das Tarot, einmal das Tarot von mir, das Tarot von Eva und es ist beides das Ass der Schwerter. Also bei euch geht's wirklich, also auch hier nochmal als Bestätigung, um Klarheit, um Wahrheit, um absolut keine Lügen, kein Betrügen. Also ihr wollt immer Tacheles, ihr wollt, dass es ehrlich ist, ihr wolltet Aufrichtigkeit und ihr kämpft auch dafür. Und manchmal trennt ihr euch auch eben genau von solchen Menschen, die Wahrheit und Klarheit nicht befürworten, die rumdrucksen, die vielleicht nicht immer ehrlich sind und die vielleicht auch betrügen und lügen. Und das ist euch, glaube ich, ein Dorn im Auge. Und ihr fühlt wahrscheinlich auch sehr intuitiv, wer das sein könnte oder wer so ist. Interessant, dass wir hier den Narr haben. Ihr steht auch für Neuanfang. Ihr bringt Neuanfang und ihr steht aber auch für Neuanfang. Wenn ihr in die Leben anderer kommt, kann es sein, dass ihr der neue Wind seid, der frische Wind, dass ihr Dinge verändert. Gerade mit dem Ass der Schwerter kann es sein, dass ihr Menschen begegnet und die sagen, boah, das ist aber mal anders. Also ihr sprecht eure Wahrheit, ihr seid ehrlich, ihr versucht nicht rumzuschleimen, ihr versucht nicht irgendwie alles schöner zu machen, als es ist. Bei euch kriegt man ehrliche, authentische Antworten oder ehrliche, authentische Gefühle, ohne dass rumgedruckst wird. Und das ist etwas, das macht euch aus. Ja, und ihr habt auch eine gewisse Freiheit und Naivität. Ich habe ja auch gesagt, so eine gewisse Kindlichkeit. Ja, der Narr steht ja auch für diese Kindlichkeit, sich Dinge zu trauen, wo andere fünfmal vielleicht drüber nachdenken, wo du sagst, mach ich jetzt einfach, passe ich jetzt auf mich auf, tue ich jetzt, fühle ich, ich probiere es einfach. Ich vertraue dem Universum, ich vertraue dem Unbewussten, ich vertraue dem, was durch mich durchkommt und mach's einfach. Und wir wissen ja, der Narr wird oft aufgefangen, dem passiert nämlich eigentlich nichts. Aber nicht immer kommt man in die Narr-Energie. Viele haben Angst davor, weil sie sagen, oh, ich habe ja keine Sicherheit, ich habe ja keinen Rückhalt, ich kann ja nicht einfach machen. Aber im Leben ist es ganz oft wichtig, auch mal ins Ungewisse zu springen und einfach zu probieren und auszutesten.
Das kann ein Thema sein, was sich immer wieder begleitet. Das Thema Zweifel. Zweifel an sich selbst, Zweifel an seiner Wahrheit. Habe ich wirklich so viel Ahnung? Fühle ich wirklich so? Ist meine Intuition richtig? Was ist, wenn meine Intuition gar nicht richtig ist? Man zweifelt sich und seine Wahrnehmung an. Vielleicht zweifelt man auch manchmal an der Naivität, die man ausstrahlt, dass man sagt, Mensch, müsste ich nicht erwachsener sein? Müsste ich nicht reifer sein? Aber reif sein ist nicht definiert. Also jemand, der reift, hat eben oft auch genau naives, intuitives, manchmal auch risikobehaftetes Verhalten, weil derjenige Erfahrung macht und durch die Erfahrung lernt und dadurch auch reift. Was auch immer du dich vielleicht gefragt hast, das ist auch ein Hinweis darauf, dass Dinge noch für dich kommen. Vielleicht kommen auch noch Dinge, vielleicht hast du noch nicht den Drang, Klarheit zu wollen. Vielleicht steckst du mitten in einem Prozess, endlich Klarheit für dich zu fordern. Vielleicht steckst du auch in einem Prozess, einen Neuanfang für dich zu wollen und hast es aber noch nicht durchgesetzt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, die Hochstapler-Energie. Hochstapler bedeutet, man denkt, man ist gar nicht so klug oder man ist gar nicht so wissend oder die Intuition, ich habe vielleicht gar keine Intuition, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein, das ist vielleicht alles nur Quatsch. Der Hochstapler, das sind oft Menschen, man sagt oft sehr intelligente Menschen, die sich hinterfragen, denken oft, sie sind Hochstapler, dass sie vielleicht gar nicht so gut genug sind, ihre Kunst ist vielleicht nicht gut genug, ihre Arbeit ist vielleicht gar nicht so gut genug, sie halten vielleicht viel zu viel von sich selbst, sie sollten vielleicht sich niedriger einschätzen, aber komischerweise sind dann immer die Menschen, die wenig können, nicht so klug sind, nicht so bewusst sind, nicht so empathisch sind, die halten sich immer für Götter und die denken nicht einmal, sie könnten Hochstapler sein, nicht mal ansatzweise. Und die Menschen, die sehr viel Mitgefühl haben, sehr viel mit in dieses Leben bringen, sehr viel erlebt haben, sehr viel auch an Informationen und Wissen weitergeben können, die halten sich dann immer für Hochstapler. Also es ist eine verkehrte Welt, in der wir da leben. Das ist das, was du in dieses Leben bringst, was du, das war ich jetzt selbst, was du hast. Oder haben solltest, Hoffnung. Und was du aber auch anderen gibst. Du bringst Hoffnung. Ich glaube, durch Wahrheit und Klarheit kann man anderen Menschen eigentlich am meisten helfen. Wenn man ihnen hilft, ihre Wahrheit und Klarheit zu finden, haben sie ein Anker, an dem sie jetzt weitergehen können. Wo sie sagen können, boah, jetzt habe ich eine Klarheit. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Oder jetzt weiß ich, was los ist. Und jetzt kann ich mein Leben neu formen. Und das gibt Hoffnung. Wenn man aber keine Klarheit hat, wubbelt man da irgendwo im Sumpf rum und hat gar keine Ahnung, was kommt. Und das ist dann frustrierend. Deswegen, du bist jemand, der kann durch seine Art und Weise anderen Hoffnung bringen. Und du sollst auch immer wieder Hoffnung für dein Leben haben. Ja. Das ist wahrscheinlich, was dir immer wieder entweder auffällt, wie viel Ausdauer du hast, oder du merkst, oh, du musst Ausdauer haben. Gerade wenn man Wahrheit und Klarheit haben möchte im Leben, muss man manchmal Ausdauer haben. Das kriegt man nicht immer. Manchmal muss man starken Willen haben und durchsetzen und sagen, so, ich gehe da jetzt hin, ich bin mutig, ich spreche jetzt jemand an, ich frage jetzt nach, selbst wenn es blöd ist, selbst wenn ich blöd dastehe, ist mir egal, ich will jetzt die Antwort haben. Und dann kriegt man oft Klarheit oder man kriegt eben mit, jemand will keine Klarheit, will dir keine Klarheit geben, das ist auch eine Klarheit. Also wenn jemand nicht versucht, mit dir zu kommunizieren, wenn der nicht daran interessiert ist, dass es dir gut geht, dass es dir besser geht. Also sehr viele Menschen sind so wie, ja, kann ja sein, dass du das gerne wissen möchtest, sage ich dir aber nicht. Also jetzt nicht private Details, die keiner weitergeben will, darum geht es nicht. Aber angenommen, ihr seid jetzt Freunde und du stellst fest, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da nicht koscher, du fragst nach und derjenige ist nicht daran interessiert, dass es dir besser geht. Das ist nicht in Ordnung. Deswegen, du hast Ausdauer, vielleicht sogar auch eine nervige Ausdauer, die wichtig ist, weil im Leben muss man manchmal nervig sein, um seine Antworten zu halten, weil sehr viele Menschen da draußen faul in ihrer Energie sind. Also das heißt, die wollen gar nicht nachdenken. Die wollen manchmal einfach nur leben, einfach nur Spaß haben, einfach nur ihr Ding machen. Und dann kommt jemand wie du, reflektiert, hat vielleicht viele Fragen oder will Dinge für sich lösen. Und jemand ist so wie, oh, muss ich das jetzt machen? Also so dieses, oh. Und wenn jemand so dieses, oh, macht, so dieses Schniefen, Staufen, was auch immer, Ausdauer. Und einfach sagen, ich will es aber jetzt wissen. Na gut, dann bin ich halt nervig, ist mir egal. Und das ist wichtig, weil es geht um dich. Es geht um deine Wahrheit, es geht um deine Antworten, es geht um deine Erlösung aus Stress. Und da muss man manchmal ein Pain in the ass sein. Ja? Manchmal muss man eben der Nervige sein, der Anstrengende sein, aber es ist für was Gutes. Und das ist interessant, dass wir hier den Mond haben, aber dann auch nochmal die Mondhexe. Also du bist definitiv jemand, der nach den Mondzeiten leben kann, wenn du das möchtest. Früher haben wir nach den Mondzeiten gelebt, also bevor diese ganze Lichtverschmutzung war und all diese Städte und Stress und bla, haben wir mit den Mondzeiten gelebt, weil der
haben früher schon gemerkt, der Mond beeinflusst uns. Sehr viele merken es auch, Vollmond tritt ein, man merkt es, Mond ist in bestimmten Zeichen oder es gibt irgendwelche bestimmten Konstellationen. Also du bist jemand, der ist sehr empfänglich. Ich meine, der Mond besteht aus so und so viel Prozent von Wasser oder beeinflusst das Wasser. Nicht, er besteht aus Wasser, was erzähle ich da? Beeinflusst das Wasser. Wir bestehen aus extrem viel Prozent aus Wasser und deswegen werden wir auch durch den Mond mit beeinflusst, unsere Gefühlswelt. Und du kannst Mondrituale machen. Also das ist etwas, was ich hier für dich fühle, dass du immer zum Vollmond ein Ritual vielleicht machst oder zum Neumond. Gerade der Neumond steht ja für Neuanfänge. Vielleicht ist das auch etwas, dass du immer sagst, hey, man hat ja immer die Mondzeiten jeden Monat oder ne, die, je nachdem, wie sie sich die überschneiden. Aber definitiv haben wir einige Monde und dass du immer vielleicht für den Monat oder die nächste Zeit ein kleines Ritual für dich machst, sodass du dich ein bisschen stärkst und stützt und dir die Hilfe gibst. Weil ich glaube, du bist so jemand, den verstehen viele nicht. Das ist, was ich sehe. Viele verstehen dich nicht, viele verstehen nicht, was du willst. Manche verstehen auch nicht, wo du mit deiner Wahrheit hin willst. Lass doch alles, wie es ist. Du merkst aber, nein, eine bessere Welt kann nur kommen, wenn man auch Wahrheit und Klarheit hat. Und da kann man nicht einfach nur weggucken und wegschieben und nichts tun. Und deswegen, du bist jemand, der muss sich dann stützen. Wenn du für Menschen nicht erhältst, kriegst du es eben durch die Natur, kriegst du es eben durch die Planeten. Und deswegen kriegst du Unterstützung von oben. Und das ist etwas, was für dich auch real ist. Und dann haben wir hier das Julfest. Also du könntest jemand sein, der auf all die ganzen Feste verzichtet und sagt, ich mache aber das Julfest, ich gehe in die heidnische Richtung, mache vielleicht sogar die Rauhnächte mit und zelebriere jedes Jahr dieses Fest für dich und beginnst dann in der Zeit dann auch kurz danach dein neues Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, du bist jemand, der sich auch von vielen abgrenzt, abhebt. Und ich will jetzt nicht über Religion per se reden, weil jeder kann machen, was er möchte. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass in dir eine urische Kraft ist, die sich eher mit den Naturgeistern verbindet, die sich eher mit der Natur und dem Wirken. Und viele wissen ja auch, dass im Grunde genommen, wenn man jetzt Weihnachten nimmt, die sich das einfach von den Heiden abgeguckt haben und sich einfach die Dinge angeeignet haben und sehr viele letztendlich Christen zum Beispiel ja auch eigentlich heidnische Rituale machen und wissen es gar nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, du bist jemand, der seine eigenen Feste feiern kann, vielleicht auch seine eigenen Feste kreieren kann und du sollst das definitiv nicht auf die leichte Schippe nehmen, weil du jemand bist, der dadurch auch was für sich bewirken kann. Ich weiß, wir wachsen meistens nicht damit auf, also selten wachsen irgendwelche Kinder mit heidnischen Festen auf oder mit Festen, die eher frauenfördernd sind oder erdgebunden und die mit Feuer zu tun haben oder also es gibt natürlich Dinge, da will ich dir jetzt gar nichts absprechen. Vielleicht bist du jemand, der sowas schon immer tut, aber das ist deine Bestätigung, dass das definitiv etwas ist, was für dich sehr kraftvoll sein kann in deinem Leben. Ja, dich selbst vielleicht auch mit dem Winter zu verbinden. Vielleicht bist du auch ein Wintermensch. Muss nicht sein, aber die kältere Jahreszeit könnte für dich eine aktivere und heilendere Phase sein als vielleicht der aktive Sommer. Ich würde nicht sagen, der Sommer gar nicht, weil wir haben ja schon so den Frühling-Sommer-Energie auch in dir. Aber vielleicht bist du ein Ritualmensch, der in der dunklen Jahreszeit mehr bewirken kann, als er sich vielleicht bewusst ist. Genau. Dann ziehen wir jetzt auch hier noch eine kleine Karte. Ich muss jetzt ganz kurz gucken, wo ich meine Karten hingetan habe. Ja, weil ich jetzt auch in den anderen Piles gezogen habe, habe ich meine Karten auf einmal irgendwo hier drüben hingetan. Musste ich kurz gucken. Also kriegen wir hier auch noch eine Karte für dich. Du brauchst das jetzt. Also du brauchst jetzt Erholung. Du brauchst jetzt ein bisschen Entspannung, ein schönes Bad. Also was auch immer bei dir ist, da du ja ein emotionaler Mensch bist, der sehr viel auf sich hören soll, ist es auch, wenn du jetzt eine Auszeit für dich nehmen möchtest, wenn du jetzt für dich dich zurückziehen möchtest, dann ist das etwas, was du dann auch machen sollst. Also falls du in irgendeiner Form manchmal fühlst, oh, ich brauche das jetzt, ist das genau richtig, weil manchmal schämt man sich ja dafür, dass man irgendwas braucht und denkt dann, oh, vielleicht sollte ich das nicht brauchen, was kriegen wir für dich noch, dass für dich alles gut gehen wird. Ja, ich habe bei dir jetzt zwei gezogen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwie eine Karte gerade nicht reicht. Ja. Also das ist jetzt das zu Pile Nummer 3. Falls du ein Reading buchen möchtest, findest du das alles verlinkt. Du kannst ein Reading buchen, du kannst Karten kaufen, du kannst einen Kurs buchen, du kannst mir eine Spende zukommen lassen über PayPal und YouTube und andere Sachen. Und schau gerne bei Bastelria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!